Wenn es irgendwo ordentlich knattert und in der Luft der Duft von Diesel liegt, dann fallen sie in Scharen ein, die Liebhaber der Traktoren, Oldtimer und Technikfreaks. Ein Garant dafür, dass Augen, Ohren und Nase befriedigt werden, ist seit 7 Jahren das Schleppertreffen in Koblenz. Im Laufe der Zeit sind so gute Kontakte in alle Herrgottsrichtungen geknüpft worden, dass man nicht nur Aussteller aus den umliegenden Dörfern begrüßen kann, sondern auch von weiter her. Ja, ich hatte gestern eigentlich gesagt von Antlam, aber der junge Mann ist nur der Traktor dort her, der wohnt aber in Weißwasser, aber er ist wirklich bei Achse mal bis hier runter in die Gegend gefahren. Und jetzt, heute haben wir es noch nicht genau rausbekommen, denn durch die Anmeldung, es wird immer noch angemeldet. Also es gibt schon weite Entfernungen. Chemnitz zum Beispiel bei Löber oben oder Soland aus dem jetzigen Überflutungsgebiet haben sich natürlich hergetraut, haben natürlich zu Hause Menge Arbeit, aber sind trotzdem hergekommen. Selbst Dauerbesucher des Schleppertreffens werden immer wieder aufs Neue überrascht mit Vehikeln, die absolute Raritäten sind. So zum Beispiel die Landsfreunde aus Kunnersdorf, die in diesem Jahr einen McCornick Baujahr 1939 präsentierten. Besonderheit eine obenliegende Lenkung und ein Vergasermotor, der nur mit Benzin gestartet wird, dann aber mit Petroleum fährt. Oder eine der vielleicht ersten Waschmaschinen der Welt von Miele. Ein Fass, das gedreht wird, angetrieben von einem Deutz-Motor. Dinge, von denen die Liebhaber dieser Technik gar nicht genug zu sehen bekommen können, die aber von ihren Besitzern auch gern präsentiert werden. Man will gesehen werden, man will zeigen, was man gebastelt hat über die Jahre. Man möchte nicht drüber sprechen, was es kostet, man möchte nur sagen, so und so viele Stunden vielleicht. Aber wie gesagt, es sind viele, die teilen das Hobby mit ihrer Freundin oder Frau und das ist schön, so soll es ja auch sein. Besonders stolz ist man in Koblenz auch darauf, dass viele der Ausstellungsstücke in Aktion zu erleben sind, sich die Fahrer auf Geschicklichkeitsparcours oder am Pflügen beteiligen. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf der Haube Honomag, Fendt, Lanz oder Holder steht, ob es reine Schautraktoren sind oder sie noch regelmäßig auf Äckern und Wiesen ihren Dienst vollrichten. Eines ist auf jeden Fall sicher, die Besitzer dieser Vehikel sind im nächsten Jahr wieder in Koblenz dabei. Na und die Besucher sowieso.